10 bis 20%, 10 bis 20 Teilnehmer von 100 gehen rein und springen dann sofort ab. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Lektion Webinarquoten im B2B-Geschäft. Online-Marketing ist natürlich ein großes Thema und alle meine Kunden da draußen stellen sich natürlich immer wieder die Frage, wie kann ich Online-Marketing mit Offline-Marketing und Sales am besten verknüpfen, denn es gibt sehr viele komplexe und hochpreisige Produkte und damit meine ich viele 1000 Euro, fünfstellig, sechsstellig und siebenstellige Lösungen teilweise, die man nicht so einfach online natürlich verkaufen kann. Das heißt, man macht dann sehr gerne Webinare, ja, aber auch hier muss man ein geschultes Auge drauf werfen. Einfach nur ein Webinar rausfeuern, ohne genau zu wissen, was man tut, da gibt es unter Umständen dann Resultate, die letztendlich mehr oder weniger ja, genauso gut oder vielleicht sogar schlechter gewesen wären, als wenn man gleich einfach nur telefonische Kaltakquise macht. Und hier mal einige Quoten, die ich so aus einer Vielzahl von Webinaren, die ich in den letzten Jahren mit meinen Kunden immer wieder gesehen habe oder auch mit meinen Akademie-Teilnehmern, ohne dass man jetzt hier große Optimierungen vornimmt. Also, man haut einfach ein Webinar raus und das sind so die Durchschnittsquoten. Hier mal aus der Praxis, so mal aus einer Vielzahl von Webinaren, die ich mit begleiten durfte und die ich analysieren durfte und die ich auch, sag mal, telefonisch mit meinen Teams nachverfolgen durfte in der Vergangenheit, in den letzten 2 bis 3 Jahren. Ja, so ein typisches Webinar, sagen wir mal, wir gehen jetzt davon aus, wir hatten 100 Teilnehmer zu einem ganz bestimmten Thema. Sagen wir mal, wir verkaufen ERP-Systeme oder CRM-Systeme oder was halt aktuell so gängig ist, ja, im Zuge dieser Digitalisierungswelle, die wir alle sehr stark merken, DMS-Systeme und so weiter. Dann können wir davon ausgehen, dass wir ca. 10 bis 20% Teilnehmer haben, die rein aus Gründen der Weiterbildung und Fortbildung teilgenommen haben. Und zwar sehr, sehr wichtig hier, ja, aus Gründen der persönlichen Weiterbildung. Das ist nämlich nochmal ein riesiger Unterschied. Ja. Hier überlappen sich nämlich die Welten B2B und B2C. Das heißt, das mache ich persönlich ja auch sozusagen, ich melde mich in irgendein Webinar an, rein aus Gründen der Weiterbildung. Es interessiert mich irgendein Thema, ich melde mich dort an und ich möchte mich einfach weit fortbilden. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich hier ein ERP-System kaufen möchte, sondern es hat eben nur damit zu tun, dass ich mich für das Thema interessiere. Und man kann davon ausgehen, wenn man, sagen wir mal, jetzt eine nicht wirklich optimierte Webinar-Kampagne fährt, dass man mindestens 10 bis 20% der Teilnehmer da drinnen hat, die sich aus persönlichen Gründen da reingeschrieben haben. Häufig sind es Gründe, und ich lüge hier wirklich nicht, ich spreche aus der Erfahrung, wie gesagt, aus der Praxis, ja, aus der vordersten Front, da sind Teilnehmer drin, die, sagen wir mal, gerade mit dem Gedanken spielen, ihren Job zu wechseln. Oder es sind Teilnehmer drin, die gerade einen neuen Job begonnen haben und sich deswegen fortbilden möchten. Es sind Teilnehmer drin, die mit dem Thema teilweise beruflich so gut wie gar nichts zu tun haben, aber sich trotzdem für das Thema interessieren. Ja? All diese Teilnehmer hier sind in einem, sagen wir mal, suboptimierten Webinar-Funnel mindestens 10 bis 20%. Also von 100 Teilnehmern, sagen wir mal, wir haben hier 100 Teilnehmer gehabt, sind wir teilweise 10, teilweise sogar bis zu 20 Leuten, die da leider letztendlich, mit denen wir gar nichts anfangen können. Denn wir wollen ja hier, wir haben ja investiert in diese Webinar-Funnel, in die Events, um dann letztendlich daraus Neukundengeschäft oder Kundengeschäft oder Umsatz zu generieren, logischerweise. Also, das hier, ist, mit dem kann man schon mal nichts anfangen. Dann 10 bis 20%, wie gesagt, auch statistische Durchschnittswerte, die wir gemessen haben hier bei Klein Marketing, sind Juniors. Das heißt, das sind halt irgendwelche vielleicht themenrelevante
Angestellte, die aber letztendlich an unterster Front sind. Ne? Also das heißt, also bis hin zu Azubis. Ja? Wir hatten schon Teilnehmer, wo Azubis dann letztendlich auch mit dabei waren. Und mit denen kannst du natürlich auch nicht jetzt groß ins Geschäft kommen, logischerweise. Das heißt, mit denen wird es auch sehr, sehr schwierig. Und dann versuchst du natürlich telefonisch nachzuverfolgen, nachzuqualifizieren. Und dann ist es häufig besser, du fängst sowieso gleich ein, zwei Stufen drüber an. Ja, und telefonierst das gar nicht oder machst überhaupt gar kein Follow-up mit dem Junior, weil dich der in der Regel gar nicht weiterbringt. Ja? Also das kannst du auch schon mal kicken. Dann dritter Punkt, 5-10%, manchmal mehr, manchmal weniger, sind ja in irgendeiner Art und Weise Mitbewerber. Klar, ne? Die schauen sich genau auch die Webinare ihrer Mitbewerber an, tragen sich meistens mit Fake-E-Mails oder sowas. Ne? Das heißt, es ist einfach nur Ausschuss. Ist leider immer mit dabei, kann man sehr schlecht vermeiden. Ja? Die anderen zwei Dinge, die kann man etwas besser optimieren, etwas besser vermeiden, aber das sehen wir dann alles eben noch später in weiteren Videos. Jetzt machen wir erstmal die Analyse. Dann hier dieses Thema, themenfremd. Ja? 5-10% der Teilnehmer, also 5 bis 10 Teilnehmer von 100, sind komplett themenfremd. Ja, das spielt auch so ein bisschen hier mit rein. Ja? Die sind zwar aus beruflichen Gründen, haben sie sich zwar dort registriert, aber arbeiten, sagen wir mal an, du hast ein Webinar über CRM, ja, also Vertriebsdigitalisierungstools oder Marketing Automation. Und dann hast du da plötzlich 10-5% Teilnehmer drin sitzen, die kommen aus der Produktion oder aus dem Einkauf oder was oder sonst irgendwo, ja. Ja, komplett themenfremd. Mit denen kannst du auch extremst wenig anfangen. Ja, sehr schwierig, also lohnt sich kaum, die irgendwie nachzuverfolgen. Dann der nächste ist 10-20%, ja, bei einem suboptimalen Webinar-Funnel, B2B, hast du Leute drin, die letztendlich sich entweder registriert haben und gar nicht teilgenommen, aus unterschiedlichen Gründen, meistens Zeitgründen und so weiter, sich manchmal gar nicht erinnern können, dass sie sich eingeschrieben haben, das gibt es auch. Und das ist auch was du auf jeden Fall optimieren kannst. Ja, komme ich dann eben noch in weiteren Videos in meiner Akademie dann dazu. Also unbedingt meine Akademie besuchen, wenn du da auch mit Problemen hast. Dann und abgesprungen sind. Ja, also 10-20%, 10-20 Teilnehmer von 100 gehen rein und springen dann sofort ab. Ne? Das sind einfach, wie gesagt, die Werte, die wir über Jahre hinweg sozusagen akkumuliert haben und dann ausgewertet haben von vielen, vielen verschiedenen Kunden, die wir hatten, und Webinarquoten, die wir gemessen haben. Das hat ganz bestimmte Gründe. Wie gesagt, kommen wir alles noch in weiteren Videos dann darauf, wenn wir das Ganze optimieren können. Ein ganz kurzer Grund nur vorgeschoben ist einfach die fehlende Kontinuität. Ja? Absprungrate ist letztendlich das Allerwichtigste, wenn du da eine hohe Absprungrate hast. Das heißt, du hast viele Teilnehmer, die sich zwar registrieren, aber dann nur unter einer Minute oder nur 2 Minuten oder 3 Minuten drin sind im Webinar und dann so wieder abspringen, ja, dann hast du was falsch gemacht in der Kontinuität deines Webinar-Funnels. Das heißt, du hast, da kommen wir dann eben alles noch, machen wir alles noch genau im Detail in meiner Akademie und keine Sorge, na, kommt alles noch. Du hast zum Beispiel eine Werbeanzeige auf LinkedIn oder Xing oder meinetwegen auch Facebook oder meiner Meinung nach funktioniert Facebook für B2B nicht ganz so gut. Oder egal wo, ja, und meistens ist das Wichtigste natürlich das Erste, wo ein potenzieller Teilnehmer, ja, für dein Webinar draufschaut, ist die Headline. Das heißt, da gibt es dann irgendwie eine Headline und dann vielleicht ein bisschen Text und die Headline, ja, die sozusagen der Trigger war dafür, dass er sich ins Webinar eingetragen hat, matcht nicht zu 100% mit dem Inhalt des Webinars. Ja, das heißt, da gibt es eine sehr hohe Absprungrate und bei suboptimalen Webinaren haben wir gemessen, 10-20%, ist diese Absprungrate sehr, sehr häufig, ja, und sehr, sehr schnell. Ja. Also das heißt, die bleiben da manchmal nur 5 Minuten drin und wenn du die dann nachtelefonierst, dann heißt es, naja, der Inhalt, den habe ich gar nicht erwartet. Ne. Ich habe da was völlig anderes erwartet im Webinar, als ich eigentlich gedacht habe, also in dem Moment, wo ich mich da die Headline gelesen habe von der Anzeige und mich eingetragen habe. Ne? Also mit denen kannst du auch wenig anfangen, also auf gar keinen Fall den Kunden konvertieren. Und dann bleiben letztendlich unterm Strich nur noch 10-20% übrig, von, also 10-20 Teilnehmer von 100, die sozusagen mal die Grundkriterien erfüllen,
und themenrelevant sind. Das heißt, die kommen aus dem Umfeld, aus dem Bereich, der relevant ist für deine Lösung, die auch auf dem Entscheider-Level sind, also mindestens mal Abteilungsleiter, Bereichsleiter, C-Level, ja, Geschäftsführerebene, irgendwas in der Art und Weise und gleichzeitig auch noch Interesse haben, ja, und dann nochmal eine Unterstufe zu dem, 5-10%, also das sind dann meistens von 100 nie mehr, wie sagen wir mal 5-8%, meistens so ein Durchschnittswert von 8% auf 100, ja, so 8 Teilnehmer mehr oder weniger, das wäre so ein guter Durchschnittswert, die dann sozusagen relevant, Entscheider-Level sind, Interesse und auch Bedarf. Das heißt, da tatsächlich gerade dabei sind, eine Lösung zu suchen. Ja? Und das ist natürlich, sagen wir mal, schon mal nicht schlecht, aber etwas suboptimal. Ja? Man kann natürlich das Ganze optimieren. Und wie wir das Ganze optimieren, ja, das schauen wir uns an im nächsten Video. Deswegen freue ich mich. Bis gleich.